Na, Freunde, findet ihr den Fehler? Geh noch mal ein bisschen ran. Ja, ist abgelaufen. Richtig gesehen, super. Darum geht's heute. Es geht um meinen TÜV hier mit dem Runner. Und ich nehme euch mit, wie ich mich für den TÜV vorbereite, beziehungsweise den Roller. Das ist jetzt hier kein fachspezifisches Video mit allen Normen und Regeln. Es ist das, was ich jetzt einmal so ein bisschen prophylaktisch mache, damit das alles glatt geht. Morgen früh ist der Termin. Und genau, ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch, was ich dann nochmal schnell abchecke, bevor es zum TÜV geht. Also dranbleiben. So, wir befinden uns schon wieder auf Schienbeinhöhe. Ihr seht, ich habe schon das Rad ausgebaut. Warum? Ich habe ja hier noch diese Wavy-Bremsscheibe drauf. Ganz generell ist natürlich sowieso alles schon sehr problematisch, weil es sind ja hier gar nicht die Felgen drauf, die beim Runner üblicherweise drauf sind, sondern Energy Power Felgen. Für die, die das verfolgt haben, ist hier auch eine Energy Power Gabel drin. Das ist ja grundsätzlich alles schon mal gar nicht TÜV-konform. Wie gesagt, das ist jetzt hier deswegen auch kein richtiges Video im Sinne von, wie es wirklich geht, sondern wie man hoffentlich durch den TÜV kommt. Das soll keine Anleitung zum Bescheißen sein. Ich will euch einfach nur ein bisschen dokumentieren, was ich jetzt mache. Und zwar ist es so, dass ich die Gabel jetzt nicht vor dem TÜV noch austausche, weil der Aufriss ist jetzt einfach zeitlich zu groß. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Deswegen werde ich jetzt einfach nochmal die Bremsscheibe tauschen. Dazu habe ich nochmal die alte rausgesucht. Die sieht wenigstens original aus, schön rund. Das heißt, die werde ich ja gleich nochmal raufbauen. Dann werde ich hier mal schön die Gabelhäume alles mal ein bisschen putzi-putzi machen, dass das wieder nett aussieht. Dann machen wir gleich mal die Lichterorgel an und gucken, ob das alles läuft. Ne, dann haben wir hier unsere Spiegel. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, worauf ich jetzt hier noch achte, was alles dran sein soll und muss. Und genau, dann gucken wir mal. Ich werde jetzt erstmal das Rad einmal verändern hier, die Scheibe, baue das wieder ein und dann geht es weiter im Text. So, die schicke Scheibe ist dran. Ich habe die Muttern jetzt mit knapp 11 Newtonmeter Drehmoment angezogen. Ist alles fest. Da jetzt natürlich eine andere Scheibe drauf war, schleift die jetzt wieder so minimal an den Belegen, aber das soll für morgen gehen. Genau, und jetzt können wir mal einmal schauen hier, was wir jetzt hier noch so Schönes haben. Also, Zündung ist an. Was wird alles getestet? Natürlich die Blinker vorne, hinten. Ne, dann wird das alles einmal geprüft. Das blinkt. Es blinkt hier vorne. Der sieht es hier unten. Und hinten läuft das auch. Das hört ihr am Klacken. Wenn das jetzt nur einmal klackt und dann der hier durchgehend leuchtet, dann hat irgendeine Birne ein Problem. Oder der Kontakt ist ab. Andere Seite, gleiches Spiel. Das läuft hinten genauso. Dann mache ich wieder aus. Dann hat der Runner 125 dann ja auch hier so einen Lichtschalter, der dann das Licht entweder ganz aus hat oder Standlicht. Mal einmal rum, dass man das sieht. Ja, funktioniert das Standlicht? Ja, es funktioniert. Ja, hier da oben leuchtet es. So, und dann geht es eine Station weiter. Dann haben wir hier den Hauptscheinwerfer. Dann haben wir hier Fernlicht. Und dann haben wir die Lichthupe. Das hat alles Bock. Das sieht gut aus. So. Gucken wir mal hinten, ob das hier Bremse geht. Können wir mal im Blinker einmal gucken. Geht auch. Wunderbar. Was haben wir noch? Öllampe leuchtet nicht, das ist gut. Tank reicht auch noch. Es wird ja denn morgen eine Abgasuntersuchung gemacht. Das heißt, er wird natürlich im Stand laufen, auch relativ lange. Deswegen ist die Temperatur natürlich noch interessant, aber das sollte bei den jetzigen Außentemperaturen kein Problem sein. Wasser ist genug drin, alles passt, alles gut entlüftet, das sollte hinhauen. Dann wird sicherlich ein kurzes Stück Probefahrt gemacht oder der Prüfer sagt, nee, ich habe keinen Bock, ist mir zu kalt. Dann darf ich das vielleicht selber machen oder wie auch immer der das dann macht, ist ja nicht meine Aufgabe. Ja, und dann mal schauen, was daraus wird. Zündung aus. So, jetzt nochmal die Heckansicht. Das ist ja hier,
das normale Rückfahrlicht an. Es ist eine Kennzeichenbeleuchtung eigentlich vorgeschrieben. Nur ist es bei manchen Rücklichtern so, dass das ja anscheinend auch so genug Licht erzeugt. Beim TPH zum Beispiel ist das eine extra Leuchte, kann ich euch einmal zeigen. Ja, hier sind wir am TPH und hier ist so eine richtige Lampe noch untergesetzt. Ne? Bei den 50er Modellen ist das hier so ein glattes Blech, was da rangeschraubt wird, also Verkleidung. Und hier ist das so eine Lampe. Ne? Also das ist so einmal der Unterschied. Dann gibt es natürlich die Spiegelfrage, Spiegel ja oder nein, beziehungsweise beide oder nur einer. Ich habe beide dran, auch grundsätzlich für die Sicht. Und dementsprechend bleibt das auch dabei. Ich werde jetzt noch gleich einmal die Scheiben da ein bisschen putzen, Spiegelgläser. Ja, und dann, wie gesagt, hier nochmal Fernlicht, die Lampe funktioniert auch. Also das ist wichtig, ne? Geht die Benzinlampe auch noch? Ich wackel gerade hier mal. Ja, blinkt sie kurz auf. Na, eben hat es geblinkt. Also das funktioniert alles. Was werde ich noch brauchen? Ich werde den Fahrzeugschein brauchen. Da steht ja alles drin. Dann wird natürlich auch nochmal die Rahmennummer abgecheckt. Ich muss mal gucken, ob ich die selber finde. Müsste ja unten links, glaube ich, am Rahmen. Boah, das ist nichts für einen alten Mann. Ich gucke das nicht nach. Aber die ist da auf jeden Fall. Sonst hätte ich ja nicht schon mal TÜV bekommen. Genau, also hier von der Seite. Luftfilter ist original. Das Einzige, was natürlich noch ist, ist natürlich das bisschen Tuning. Und Edelstahlkrümmer. Beim letzten Mal hat es nicht gejuckt. Will ich mal sehen, was daraus wird. Also, ich bin gespannt. Ich werde, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen hier und da putzen und dann geht es morgen zum TÜV und dann geht das Video hier weiter. Natürlich wird auch geguckt, ob der Motor hier irgendwie total kippelig, wackelig in der Aufnahme ist. Und es wird natürlich auch die Gabel abgecheckt. Ist denn der Lenkanschlag da, wo er hingehört? Oder lenkt er viel zu weit in eine Richtung? Dämpft die Gabel? Das sind alles so prüfrelevante Themen. Ja, ich hoffe einfach, dass das läuft. Also, wir sehen uns morgen. Dann gibt es ein Update, ob die Plakette erneuert wurde oder ob es noch ein paar Mängel gibt, die zu beseitigen sind. Das machen wir dann zusammen. Also, haut rein und bis morgen. So, Freunde, es sind ein paar Tage vergangen. Es hat geklappt. Leider aber erst im zweiten Anlauf. Und zwar, woran hat es gehapert? Es waren einmal die Blinkergläser, da hatte ich so schwarz eingefärbte, die waren vorher schon drauf, die waren hier oben so schwarz angemalt. Jetzt einmal gucken hier, ja, die waren hier, das sind so helle, die dann oben so schwarz angemalt waren, das wurde bemängelt. Dann wurde bemängelt, dass hier dieses Typenschild, dieser Aufkleber hier, hier seht ihr nochmal den alten, der war noch vom C36, der alte, weil das Helmfach von dem Modell war, also der 50er Runner. Und das wurde bemängelt. Und zu guter Letzt wurde tatsächlich die Kennzeichenbeleuchtung bemängelt. Ich kann die nochmal anschalten. Da hieß es, ohne Funktion. Das Ding ist nur beim Runner. Ich hatte es ja im ersten Teil, glaube ich, so gesagt, dass manche das gar nicht haben oder integriert haben. Hier ist es so, hier unten ist so ein helles, durchsichtiges Fenster. Das Licht scheint dann praktisch von der Rücklichtlampe da durch und ist auch gleichzeitig die Kennzeichenbeleuchtung. Das wusste der Typ anscheinend nicht. Ich habe jetzt aber auch nochmal eine andere Birne drin. Vorher war die rot angemalt. Ich weiß nicht, was auch von vorher. Da war wahrscheinlich ein getöntes Rücklicht. Dann braucht man ja auch eine rote Birne, damit das dann auch rot leuchtet beim Bremsen. Jetzt ist hier eine Klarglasbirne drin. Und jetzt ist alles gut. Es hat geklappt. Die Nachprüfung hat dann auch, glaube ich, eine knappe Minute gedauert. Und jetzt ist alles schick. Also, ja, alles nicht so einfach, auch ganz schön teuer. Also die erste Prüfung hat erstmal 98 Euro gekostet. Bin ich nicht schlecht gestaunt. Und die Nachprüfung ist nochmal 19 Euro. So, also der TÜV ist vollbracht. Das heißt, jetzt kann es mit dem kleinen Schätzchen hier weitergehen. Ihr seht, ich habe hier schon Kurbelwelle eingebaut. Die Motorhälften sind zusammen, dreht sich alles, läuft und genau, jetzt werde ich das Ding Stück für Stück aufbauen und euch dann noch demnächst wieder mitnehmen, was hier noch so passiert. Hier seht ihr die orangen Wellendichtringe von Stage 6. Die sitzen auch schon da, wo sie hingehören. Und ja, hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. War jetzt einfach mal so ein bisschen außer der Reihe, wie ich mich jetzt auf den TÜV vorbereitet habe. Wichtig ist, wie gesagt,
Lichtanlage muss laufen, Blinker, das darf nicht getönt sein und wie auch immer, es muss original sein, sage ich mal. Und dann gibt es auch meistens keinen Stress. Ansonsten wurde der Roller mit technisch in einem Top-Zustand bewertet. Gut, dass er nicht über irgendwelche Felgengrößen oder andere Geschichten gestolpert ist. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Haut ein paar Kommentare raus, wo ihr gerade steht mit eurem Roller, was euch gerade so bewegt. Und ich freue mich, euch wieder beim nächsten Video begrüßen zu können. Also haut rein und bis bald. Ciao.